Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem spirituell und kulturellen Thai-Video. Hallo, Swadika. Nach dem ganzen Stress der letzten Tage, nach dem ganzen Hin und Her mit neuen Maßnahmen und das und das und das, braucht der Kopf auch wieder mal ein bisschen Ruhe. Und wenn es euch genauso geht, dann kommt doch mit uns mit. Wir sind heute im Wat Nong Chap Tao Tempel. Wat Nong Chap Tao. So sprechen es die Thailänder aus. Einfach mal das Auto nehmen, raus ein bisschen aus Pattaya, weg von dem ganzen Krempel hier. Und wir haben uns heute für euch und für uns natürlich auch diesen schönen Tempel ausgesucht. Nennt sich Drachen- und Schildkrötentempel. Vielleicht war der ein oder andere Zuschauer auch schon mal da gewesen. Den gibt es schon eine ganze Weile. Und damit man sich mal so ein bisschen orientieren kann, wie man am besten fährt, mit Auto, Moped, öffentliche Verkehrsmittel gibt es natürlich nicht. Aber es ist relativ einfach zu fahren. Hier haben wir euch mal eine kleine Karte dafür gemacht. Wir starten also oben bei uns am Jomtien Beach. Geht auch für Pattaya natürlich. Man muss eigentlich nichts weiter machen, außer auf die Schnellstraße Richtung Satthaye Prayong zu kommen. Und dann fährt man eigentlich diese Straße nur weiter, vorbei am Floating Market. Kann sich mal so ein bisschen orientieren Richtung Nong Nut Garden, wenn man das dann noch aussprechen könnte. Und kurz vorher gibt es dann schon ein großes Schild, Wat Nong Chap Tao. Kann man dann rechts reinbiegen, die Straße noch mal ein paar hundert Meter und schon ist man da. Also wirklich nicht zu empfehlen mit Fahrrad oder irgend sowas, weil diese ganze Schnellstraße Richtung Satthaye runter ist eine reine Baustelle. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig zu fahren. Könnt ihr euch ja vorstellen, was da los ist. Wird schwer gebaut, die wird irgendwann mal richtig schön sein, wenn sie mal fertig ist. Aber dauert natürlich noch ein bisschen. So, wenn man den ganzen Stress von der Fahrerei, von Pattaya hinter sich gelassen hat, kommt man hier in diesen schönen Tempel. Sofort, wie man das so halt von thailändischen Tempeln gewöhnt ist, laute Musik, Leute sprechen hier. Allerdings ist das auch nicht so ein Tempel, wo wirklich viel Betrieb ist, wo viele Leute da rummachen, wo dort viele Leute hingehen und so weiter, sondern es ist sehr, sehr ruhig, man kommt sofort runter, es geht einem wirklich, auch im Kopf ist man sofort abgeschaltet. Man ist, man lässt sich darauf ein, zumindest ging es uns beiden so, man konzentriert sich dann auf die schönen Sachen, die man dort gebaut hat und man nimmt auch so ein bisschen die Atmosphäre in sich auf. Genießen mit so viel schöne Sachen. Ne? Genau so ist das. Ja, es ist auf alle Fälle am Anfang sofort eine komplette Reizüberflutung, weil natürlich diese ganzen Figuren kunterbunt sind, die sind riesig, man hat so viele schöne Sachen gemacht, man kann hier natürlich auch richtig schön in Ruhe laufen, man kann hier alles ein bisschen näher anfassen, nicht so wie bei anderen Tempeln, wo man dann doch mehr Respekt haben muss. Es ist nicht ein richtig buddhistischer Tempel, sondern eher so auch so für Fotos machen, für Selfies, für so ein bisschen erlebnisorientierten Buddhismus, habe ich das zum Rot vorhin genannt, weil die Leute also auch hier sehr, sehr locker sind. Mönche sind eher im Hintergrund zu sehen und ansonsten ist es halt alles wirklich eher auf diese Kunstwerke ausgelegt. Wenn wir das schon öfter mal angesprochen haben, dass Thailänder wirklich sowas können, dann haben wir hier wieder mal den Beweis dafür. Wirklich wunderbare Handarbeit alles, sehr, sehr filigran, mit unheimlich viel Gefühl. Möchte man gar nicht wissen, wie viele Wochen, Monate, vielleicht teilweise Jahre in so einer Skulptur, in so einem Haus, was dort gebaut wird und so weiter, alles stecken. Ist gute Idee von Leute kommen so viel für Tempel, ne? Genau. In Anschau, viel schöne Sachen und bring was Glück. Genau so ist das. Also das steht hier im Vordergrund. Die Schildkröte soll so ein Symbol für Glück sein. Yeah. Der Drache natürlich, Power, Kraft und alles. Yeah. Dinge, die man heutzutage unheimlich gut gebrauchen kann. Und man muss sich dann auch wirklich, wie gesagt, nicht irgendwie als Tourist hier falsch fühlen. Man kann nichts falsch machen. In manchen Tempeln muss man ja vorsichtig sein, wie man da hingeht zu den Statuen, wie man da sich verbeugt und so weiter. Hier ist das alles ein bisschen entspannter. Allerdings natürlich, da es ein Tempel ist, Schuhe aus, nicht laut rumlaufen und so weiter, das ist ganz klar. Nicht irgendwelche komischen Spielereien da machen. Aber ansonsten auch hier, wie ihr seht es an den Bildern, das Film relativ entspannt, so wie die anderen das auch alle gemacht haben. Weil hier natürlich auch keine
großartigen Prozessionen jetzt stattfinden oder irgendwelche Zeremonien stattfinden, wo man zu bestimmten Göttern betet oder was man da auch immer macht. Mhm. Kennt ihr ja vielleicht von anderen Tempeln, dass da wirklich dann richtig ruhig sein muss, dann sprechen die Mönche und so weiter. Hier ist das alles ein bisschen entspannter und extrem aus meiner Sicht sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr schön gestaltet. Egal, wo das Auge hinkommt, immer wieder was Neues zu entdecken. Es ist nicht langweilig. Ja. Und wenn wir das Video heute aufnehmen, werdet ihr gleich noch sehen, im Hintergrund wird weiter gebaut, werden noch an weiteren Sachen gearbeitet. Das heißt, egal wann man kommt, jetzt in wenigen Wochen oder wenigen Monaten, das kann sich schon wieder verändert haben. Mhm. Das kann schon wieder noch weiter gebaut sein und so weiter. Also es ist wirklich beeindruckend, was die Leute können. Warum haben wir solche Leute nicht gefunden, die unser Haus gebaut haben? Wäre das vielleicht lustiger geworden? Ja, genau. Aber das ist schön, für Kinder kommen, auch mit Familie, geht auch. Und dann ruhig sitzen, anschauen oder nachdenken. Genau, da kann man sich also auch dorthin setzen. Wenn ihr im Hintergrund permanent diese thailändische Stimmen hört, ist das nicht die Übersetzung, sondern da wird wirklich die ganze Zeit, wo wir jetzt da waren, wurden Dinge erklärt. Mhm. Warum ist das so? Wie ist das so? Also man muss sich das nicht so wie so ein Märchenonkel vorstellen, auch wenn es teilweise so klingt, aber halt, der hat so Geschichten erzählt, zumindest Mot mir das so übersetzt, über die Geschichte des Tempels, über die Figuren, über die Bedeutung im Buddhismus und so weiter und so weiter, kann man sich, wenn man der thailändischen Sprache entsprechend mächtig ist, natürlich anhören. Ansonsten hat man das als schöne Hintergrundberieselung und kann sich das dann halt hier wirklich schön anschauen. Also auch sehr viel mit Wasser gemacht, was wahrscheinlich auch wieder zur thailändischen Kultur dann gehört. Wasser, Bewegung vom Fluss. Ich bin da nicht der große spirituelle, erleuchtete oder wie auch immer. Ich schaue das eher so aus der architektonischen und aus der ästhetischen und designtechnischen Sicht an. Mhm. Reicht mir vollkommen. Und wenn ich sehe, was hier jemand schaffen kann, was ein Mensch schaffen kann mit seinen Händen, weil das ist hier alles Handarbeit, vergoldete Platten und so weiter. Mhm. Das hat alles irgendjemand mit seinen Händen geschaffen und es hat Bestand. Ja. So, das kennt man ja, wenn man sowas mit Steinen macht, das hat ja viele Jahre, Jahrzehnte wird es ja Bestand haben und man wird sich auch in Zukunft daran erfreuen können und so weiter. Das ist schon was, was bleibt. Das ist nicht zum Wegwerfen, wo man sagt, ja, schauen wir uns mal an, Papierverpackung drum und den nächsten Tag schmeißt es in die Tonne. Das wird noch ein paar Jahre da stehen bleiben und können sich dann auch zukünftige Touristen, zukünftige Generationen, wer weiß, wie lange das Bestand hat, noch anschauen. Auch hier wieder so schöne Tiere, 12 Stück. Ich denke, jeder von denen symbolisiert einen Monat. Ja, genau. Wo man das also dann komplett in so einem kleinen Kreislauf aufgebaut hat. Welche Monat geboren ist, genau zum Beispiel. Und ihr seht es auch, wir sind auch hier recht langsam unterwegs. Wir haben die Zeit also auch wirklich genossen. Man kann das in aller Ruhe anschauen. Hier gibt es keine Hektik, hier gibt es keinen Stress. Und die Leute, wenn sie da ihre Fotos noch machen, dann warten sie auch in einem schönen Abstand. Ja. Also das ist wirklich ja nicht 100% touristisch, aber halt die Leute wissen, wo die richtige Mischung ist. Sagen wir das einfach mal so. Ich glaube, toll ist die von Tempel, ne? Das sieht, guck mal, von In-House-Tempel, ne? Das sieht wie Handmarken. Ja. Ja, das kannst du nicht irgendwie industriell fertigen. Das kannst du nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwo kaufen. Da muss jemand eine Zeichnung machen. Ja. Nach diesen Vorbildern musst du das dann nachbauen und so weiter. Da sitzt du viele, viele Tage, viele Wochen dran, ehe du sowas hast. Und es wird halt auch immer weiter gebaut. Hier ist jetzt so ein Nebengebäude, was man über eine kleine Straße erreicht. Auch hier rundherum wie so eine Burg gebaut ein bisschen, mit viel Wasser. Auch hier wieder schöne Elemente. Und natürlich dieser riesige Drache mit diesen grünen, bläulichen Färbungen. Ich hoffe, es kommt gut im Video rüber, weil die Farben sind wirklich sehr, sehr schön und es leuchtet in der Sonne. Hat man heute jetzt nicht den perfekten Tag gehabt, weil es war hin und wieder mal ein bisschen bewölkt gewesen, aber einfach sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Auch das Schneeweiße hier von dem Tempel und so weiter, da musst du wirklich viel arbeiten, da musst du einiges tun. Und man kann das wirklich komplett auf sich wirken lassen, ohne großartige Hektik, ohne irgendwelchen Stress. Mhm. Wir waren da locker 2 Stunden gewesen, aber die Zeit vergeht ruckzuck, das ist so schön. Mhm. Es gibt natürlich nicht viel zu sehen, man muss sich auf diese Dinge einlassen. Ja. Wenn man jetzt hierher kommt für Spaß, Fun, Party, hübsche Mädels kennenlernen,
völlig falscher Platz. Heute mal was Kulturelles und darauf sollte man sich auch ein bisschen ja einlassen, wenn man in Thailand lebt. Es gehört einfach dazu. Wenn man kein Interesse hat, bleibt man halt draußen. Die Frau wird es auf alle Fälle mitnehmen immer oder die Freundin. Warum? Mhm. Sie kann da halt ihre Gebete machen und so weiter. Das ist ja auch mal wichtig. Ja. Und was hier auch überall ist, wenn man Geld geben möchte, stehen überall schöne Boxen rum oder man kann das entsprechend hier. Aber es ist nicht verpflichtend. Keiner läuft hinter dir hinterher und sagt, du musst. Also alles auf freiwilliger Basis. Und wenn man hier ein bisschen was spenden möchte, um den Tempel weiter bauen zu lassen, um die Leute zu ernähren, dort leben ja auch richtig Mönche, die haben ja ihre Wohnung dort und so weiter, dann gibt man das freiwillig, nicht wie man das manchen Tempeln so kennt, gerade in Bangkok, die wirklich von den Touristen scharen dann überrannt sind, wo denn jeder mit so einer Box rumläuft und gib mal Geld. Hier machst du es, wenn es von Herzen kommt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du die Leute hier ein bisschen unterstützen möchtest, und dann wird auch nicht geschaut, ob das eine Münze ist oder ob das ein Schein ist. Ja. Das soll von Herzen kommen und damit können die auch in Zukunft hier weiterarbeiten. Also ihr hört es schon an unserem Reden. Wir sind sehr begeistert von solchen Orten immer. Nicht alle sind so schön. Wir hatten auch letztens mal einen gehabt, das war so eher so wie so ein kommerzieller Tempel gewesen, wo man dann sagt, dort gehst du halt hin und wenn es dann dem Leben zu Ende geht, da lässt du dich da dann so, und so weiter. Mhm. Aber hier kommt der Gedanke nicht auf. Hier ist pure Energie, Kraft und wirklich, man sieht auch, wie die Leute da mit Herz und allem dran gewesen sind, um das zu bauen. Das überträgt sich vielleicht auch nur auf uns. Jeder andere kann dann eine andere Erfahrung machen. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee, von kann man junge Leute oder neue Leute wie gerne von Selfie geht auch, kann man kommen. Ja, absolut, Selfie. Genau. Das ist natürlich so ein Punkt, wo wir auch gemerkt haben, es sind hier nicht nur die älteren Leute, die in den Tempel generell gehen, ähnlich wie in Europa, wie die älteren Leute häufiger in die Kirche gehen, sondern hier ist es auch für die etwas jüngere Generation, die vielleicht auch durch die Symbolik und die Bilder nochmal angelockt werden. Und verbreiten dann das natürlich auch so ein bisschen. Ja, wie kann man Check-in hier für Foto, Selfie? Genau so ist das. Man muss ja nicht missionierend unterwegs sein. Man kann einfach, Mensch, das ist ein schöner Ort. Wenn du das mal sehen möchtest, schau dir das an. Gibt viel zu sehen. Ihr kennt ja die Instagram-Facebook-Generation. Die wollen schöne Bilder haben für alles. Ist ja auch nicht dramatisch, kann man ja machen. Ja, auch ganz wichtig, keine Schuhe, wenn man rumläuft. Und Mot hat noch was entdeckt, wo sie ihr gutes Herz wieder mal zeigen kann. Das ist der Immunität, ne? Oder so wie von helfen für Kinder. Das hat halt ungefähr ein paar hundert Leute, Kinder. Und Provin, das ist Reuet, ne? Dann kommen hier für Leute, wer helfen. Wer will nicht, das ist egal. Nicht muss. Genau. Aber wenn helfen, dass es gibt Geld, dann einfach ein bisschen helfen von Reis, Essen. Wir helfen 2000 Thai-Baht. Ja, das dann kann man machen. Gibt Reis, Essen für Kinder. Genau so ist das. Also auch das ist hier natürlich, das kennt ihr auch von Thailand, wenn man schon so im Tempel ist und das hat karitative Sachen noch im Anschluss, dann kann man das mitnehmen. Auch hier zwingt einen niemand. Keiner hat uns gesagt, wir müssen es machen. Ja. Aber wenn wir sagen, wir können mit ein bisschen Essen helfen, dann machen wir das. Sie geschenken. Als Geschenk T-Shirt, haben wir hier zwei pinkfarbene T-Shirts bekommen, die wir nicht unbedingt haben wollten. Die hätten sie den anderen Leuten auch geben können. Ja. Aber wollten sie nicht und da sind wir auch nicht unhöflich. Genauso ist das und nehmen das mit. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses Tempelvideo gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht haben wir euch ein bisschen neugierig und ein bisschen anstecken können. Mhm. Uns hat's gefallen und damit sagen wir Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!